an. Neues Spiel starten. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Okay, sehen wir komisch aus. Ah, so sieht's also aus, wenn wir in einem Portal stehen. Guck mal, wir sehen uns. Hallo. So, das haben wir jetzt. So. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Wann bekommen wir unsere Portal? 01. Ah, nichts interessant. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Wie kommen wir jetzt zurück? Lol. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Oh, was ist los? Oh, was ist jetzt los? Das hört sich nicht gut an. Aber so lange bin ich drin. Ja, haben wir eben geladen. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus Move. Also ich wollte jetzt eigentlich schon hier im Aufzugportal machen. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse.
Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ah, okay. So äußerst interessant. Muss man zugestehen. Aber wir haben noch das zweite Portal nicht. Wir können noch eins bauen. Zerstört. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Verwirrend, nicht wahr? Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Aha, also es wird einiges schief gehen, oder was? Ja, jetzt fühle ich mich total sicher. Vor allem bei dem Aufzugsgeräuschen. Fühle ich mich nicht so, ja, ich stehe vielleicht noch ein bisschen leiser. Vielleicht hört ihr mich jetzt besser. Da können wir schon mal ein Portal bauen. Das sieht ja. So, kommen wir jetzt hier hin. So, wir sind jetzt hier oben. Oh, das ist dein. Ich will den greifen. So. Und dann noch eins hin. Den dann auch direkt. So. Ich versuche die ganze Zeit so einen Gegenstand mitzunehmen. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Lol. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Das macht doch ein bisschen Spaß. Nein, ich gehe nicht. Ich falle immer wieder durch den Boden. Lol. Das ist hier schon wirklich verwirrend. Ah, das können wir nicht durch. Ah, jetzt geht's nach oben. Das war eindeutig zu sehen. Und werte Damen und Herren, erledigt wieder. So. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Geschafft. Es ist nicht sonderlich schwer. Oh, ich möchte zum Portal schießen. Komm schon. Oh. Dunkel. Fällt mir gar nicht.
Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Gar keine Portale mehr setzen. Das ist auch interessant. Oh, was ist jetzt los? Leute, was ist jetzt los? Und er hat mal wieder so eine richtig geladen. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt 8/19. Mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ich habe so das Gefühl, dass ich da auch nicht laufen kann. Ah, da spielt hier nichts. Ah! Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Auch interessant. Aber wie gesagt, ich weiß nie... Da kam mir der Ladespielchen gerade dazwischen, also wie gesagt, ich weiß nichts. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Lol. Ach so. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Prinzipien. Impulse.
ich dachte erstmal, die wollen mich verarschen. Also was haben wir denn hier? Portalfall und ja. Ja, die Übung neigt dazu, dass wir von einem Portal wieder ins andere fallen. Portal durchschießen, nein. Nein. Da oben ist ein Portal. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Okay. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Ach, ich will nur Portale setzen. Und Übung, 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 Übung. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Ja. Ja, Hände waschen sollten wir uns aber kurz. Da kommt er auch. Ah, jetzt verstehe ich. LOL. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Endlose Strecke. Ab, ab, nach oben. Keine Ahnung, welche Richtung das geht. Nach unten, nach oben. Nach oben.
Und Ladescreen kommt da wahrscheinlich gleich dazwischen. Also bin ich still. Ja, diesmal kommt keiner. Also jetzt gefällt mir das Spiel. Eins, zwei. Bereit machen zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Raum. Halt einfach die Schnauze. Also die Stimme nervt sich durch einfach mal. Bio, 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 bio. Bio, 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 bio. Portal, portal, portal. Bio, bio, bio. Okay. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Haben wir. Wie kommen wir an das Portal ran? Dort ist was, aber wir müssen erstmal den Dings so hinkriegen, dass wir dort ein Portal hinbauen. Dort ein Portal hinbauen. Bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen.